Ja, Punkt. Zeigt. Nee, ja, er ist selber drauf gekommen. Dein Fluggefährt steht bereit. Ja, dann jetzt Abfahrt, Junge. Ja, dann folge mir. Sir, ich komm gleich wieder. Sir, ich komm gleich wieder und kümmere mich um ihn. Zwei Lincoln 72 von der 1 Lincoln 13, komm. Ja, hör. Wir sind oben auf dem Dach, komm. Ja, bin schon da. Ja, so ist der Plan. Stadtbild? Oh, und der Zug. Oh oh, stellt euch auf Absturz ein. Wir fliegen wieso? Übrigens mit Tina, ja. Tina müsste wissen, die ist... Resource Time Warning? Ja, das ist normal, wenn wir hier fliegen. So, abgestürzt. Tja, ein Glück bin ich gerade noch gelandet, aber ihr könnt euch jetzt in Ruhe unterhalten. Ich fliege nie wieder mit Tina. Warum seid ihr tot? Nein. Game Crash. Ja, ja, weiß ich, deswegen bin ich ja da oben gelandet. Ihr könnt euch jetzt in aller Ruhe unterhalten. Ich bin also, wir haben alle Game Crash bekommen. Achso. Ne, das liegt aber am Hubschrauberfliegen, nicht an mir direkt. Der englischsprachige ist übrigens disconnected, weil, ja, weil ihm keiner mehr antwortet. Dann haben wir unser Ziel erfüllt. Finally, also. Ich glaube, du kannst ihn aus der Liste wieder austragen. Also das war die 70, gell? Ja. Ach, ja. Und liebe 13, wenn du dein Auto suchst, ja. Er steht jetzt auf dem Impoundhof, ich habe ihn abschleppen lassen, aufgrund dessen, dass du auf einer Sperrfläche standest. Badab! Du weißt, dass diese Sperrfläche für Zivilisten war und dass ein Parkplatz für Cops war? Du weißt schon, dass Zivilisten auf diesem Bereich des Parkplatzes gar nichts verloren haben? Zivilisten haben auf beiden Bereichen des Parkplatzes nicht verloren. Auf dem einen Bereich parken sie nur, weil sie dort abgeschleppt wurden. Scheiße, was? Ja. Die Leute aber genau da schon, steht auch der Wagen der 13. Die Leute haben schon den Hass auf mich, weil ich sie anspreche, dass sie das falsche Kennzeichen dran haben. Die Leute sind Hotliner. Ey, kommt wieder. Die Leute sind wieder. Hotliner. Er kommt wieder, der afrikanische. Ich hab grad seine Nummer rausgelöscht. Lass der African Spotted Tongue. Der Typ, also. Griecher halt. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch auf einmal Deutsch einstellen. Hey, ich hab euch vorhin beschützt, also Mission erfüllt. Ja, du hast mein Spiel zum Abstürzen gebracht, danke. Aber ich weiß nicht, warum das ist. Das kann auch an euch liegen und am Hubschrauber liegen, da muss ich an mir liegen. Liegt an dir, weil ich bin vor uns mit Justin rumgeflogen, da ging's einwandfrei. Wenn ich alleine Hubschrauber fliege, hab ich auch keine Probleme. Ja, aber sobald mehrere Leute mit dir fliegen, ist sofort Absturz. Mach dir Gedanken. Wir sind da auch vor uns also mit dir Auto gefahren, richtig? Bei dem das ist aber alles abgestürzt. Ja gut, so. Ich saß bei dir im Auto. So. Ja, es geht auch nicht um Funk, es geht halt auch um allgemeinen Kleidungsstil, Fahrzeuge. Ja, alles dann. Genau. Falscher, hinter dem. Ah, liest ihr das Schild durch. Und als Chris mit mir mitgeflogen ist, ist bei mir schon auch nicht abgestürzt. Ja, nicht. Aber bei ihm wahrscheinlich dann. Nein, bei ihm auch nicht, als Chris mit mir mitgeflogen ist. Aber es muss an dir liegen. Jedes Mal, wenn du mit mir mitfliegst, stürzt das Spiel ab. Komm, hör auf rumzuheulen. Echt. Echt, echt, echt. Frech. Und frech. So, wo ist mein nächstes Viertelkind? Da wieder drei. Hallo. Hallo. Hä? Wo? Jetzt was? Hä? Da hab ich's gar nicht geparkt. Weißt du, wo ich's geparkt hab? Ja, ich glaube es dir ja. So, du brauchst Hilfe. Ja. Entschuldigung für den robusten Abgang. Einmal wieder in 70 Minuten, Mädels. Oder wir machen erstmal. Was weißt du schon, was willst du? Tina, Tina, gell, ja. Mein Auto stand da. Ich weiß nicht, wo du geparkt hast, ich weiß, dass ich da geparkt habe, mein Auto steht noch da. Das ist du hattest Auto. Hier geparkt, da hatte ich hier geparkt. Meiner ist der Expo. Will ihn nicht abstreiten, vielleicht hat ja einfach nur einer einen Streich gespielt und hat ein Auto umgeparkt. Weil wieso stehen hier eigentlich drei Charger? Ja, keine Ahnung, wenn die alle zurückgehen. Einer für Syrl, einer für sein Ego und einer für meine Sachen. Nee, ich bin ein Explorer hier. Scheiße, da kommt nur ein Weg unten. Das sind übrigens äußerst hässliche Hubcaps. Mein PD hat. Mein Komm, wir beide gehen aufs Dach. Das ist schon mal das falsche Nummernschild. Das ist aber.
Einzelgänger 80, 10, 6. Weil wir haben den drauf. Wir fangen hier an. So, willkommen zum Unterricht. Wie bin ich ein halbwegs guter Polizist? Danke. Was weißt du, was weißt du noch nicht? Ich fange einfach bei null an. Also dein Aussehen hast du schon mal gut hingekriegt, da bin ich schon mal recht zufrieden. Eine Sache weniger. Hast du den Callsign? Was habe ich? Ein Callsign. Nee, habe ich nicht. Okay. Daniel, bitte ins Konferenzzimmer. Daniel, bitte ins Konferenzzimmer. Gut. Kriegen wir auch hin? Ein Callsign besteht aus drei Sachen. Das erste ist das Department, dem du angehörst. Eins ist Los Santos Police Department, zwei Los Santos Sheriff Department. Drei ist San Andreas Highway Patrol und vier ist das Blaine County Sheriff's Office. Jo. So. Das zweite ist ein Buchstabe. Dieser Buchstabe sagt, was für eine Einheit du bist. Lincoln ist eine Einzeleinheit, Adam ist eine Zweier-Einheit. Ich weiß, das weiß ich. Maya ist eine Motorrad. David ist eine SWAT, Paula ist eine Fahrrad. Ja. Hier, 1, Linken 13. Einmal bitte 10, 10. 10, 1. Daniel, bitte ins Konferenzzimmer. So, jetzt musst du dir eine freie Nummer aussuchen. Die 99. Gibt's nicht. Verdammt. Die 99 ist nämlich die Notruf, der Notrufcode und der sollte nicht als Funkrufname vergeben werden, um Verwechslungen zu vermeiden. 69. Ist schon belegt. 31. Ist, glaube ich, auch schon belegt. Daniel! 55. Warte mal. 55 könnte auch schon belegt sein. Vorsicht! Vorsicht! Ist auch schon belegt. Weiter. Da klopft ja mit dem Stift auf den Tisch. Und das ist eine Nudel. Eine was? Eine Spaghetti. Ungeklopft. 97. Ist, glaube ich, noch frei. Prüfe ich, Sekunde. 97 ist frei. Gut, ja, 97 ist jetzt dein Funkrufname. Das heißt, dein Funkrufname ist 01 Lincoln 97. Alles klar. Wer ist denn der Herr da hinten in der Ecke? 97 war es, gell? Ja. Wir haben den 4. So, Ingame-Name? Evil 1050. Darf ich fragen, was du da für eine Klamotte trägst? Ich bin gerade noch am Anfassen, sorry. Soll ich dir eine Aushilfe schaffen? Julian. Wir haben vorgefunden. Ich hab schon das Julian vor mir, ich bin jetzt gerade am Anfassen. Nein, wir haben vorgefertigte Klamotten fertig. Okay, dann wie? Schließ das, was du offen hast und gib mir den Chat ein / EOP. Und dann wählst du das Police Department aus, also das LSPD Mail. Und kannst dann dort Officer A, B, C. A ist mit Krawatte, B ist nur langärmlich und C ist mit T-Shirt. Wo deine Haare jetzt versteckt hat, weiß ich nicht. Weißt du, wie das ganze Konzept hier funktioniert? Tastensteuerung und so? So. Halbwegs, ich zock normalerweise mit Kollegen auf einem anderen Server. Willst du gleich hier bleiben? Ich erkläre das dann. Ja, genau. Ich erkläre das oder so gleich und du kommst mit nach vorne an den Tisch. Hi. Hi. Ich bin gut gelaunt heute. Ich könnte noch ein Eis gebrauchen. Echt? Du auch? Ja. Eins habe ich gerade leer. Hast du fertig die Nummer? Gerade alles komplett. Der braunhaarige Herr, hast du auch ein Callsign schon? Nee. Nee, noch nicht. Gut, dann wenn die Nummer 82 frei wäre, würde ich die gerne nehmen. Dann bin ich sogar frei. Ich kann es gleich erst sagen. Ich bin. Ich erkläre dir. Ich muss hier gerade die Liste wieder reparieren, weil irgendjemand macht hier die ganze Zeit die
Umrandungen kaputt. Ich erkläre dir trotzdem auch nochmal was. Und zwar, Kreuzheim besteht aus drei Sachen. Das erste ist einer, der du angehörst. Also Los Santos Police Department ist die 1, Sheriff Department die 2, Highway Patrol die 3 und Blaine County Sheriff's Office die 4. Das zweite ist, welche Einheit du bildest. Lincoln Adam, Anzeige, oder? Adam, Paula als Fahrrad, Maya als Motorrad, David als SWAT. So. Das ist so das Grundlegende. Wer spielt gerade wieder mit dem Funkgerät und kriegt einen Raster? Wie gesagt, wir spielen normalerweise auf einem anderen Projekt. Oh. Was so die Grundsachen von Polizeidienst angeht, wissen wir schon Bescheid. Schön. Bitte. Wie kommt es denn, dass ihr jetzt hier auf dem Projekt spielt? Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Die Frage, spielt ihr bei dem anderen Projekt wahrscheinlich auf einem Roleplay-Server? Richtig. Positiv. Ja, gut. Bei uns ist das Ganze nämlich so... anders. Ich meine, das ist PvE, genau. Deswegen muss ich euch da noch ein paar Sachen zu erklären. Aber jetzt erstmal ein Codesign für den anderen Herrn. Hast du eingetragen? Was hat er denn? Ich 82, hat er gesagt. 82? Oh, die ist ja witzigerweise tatsächlich frei. Und ich habe heute schon wieder 12 Stunden gestreamt. Echt? Ja. Ja, ich hab leider nicht zugeschaut. Tut mir leid. Ja, ich auch nicht. So, aktiv, die 82, auch der 24.05. Und dann einmal bitte den Ingame-Namen. Thomas Jones. Du musst nicht dafür funken. Das glaube ich gar nicht. Nö. Okay. Doch, er funkt. Nein, er hat nicht ans Funkgerät genommen, er funkt nicht. Doch, irgendjemand funkt hier doch gerade. Ja, aber er ist es nicht. Okay, scheiße nicht. Schreib mal bitte kurz was in den Chat. Ja, ein bisschen länger dein Name, gerade. Doch ein bisschen zu müde. 2 Stunden Autofahren machen einen ein bisschen auslaugen. Einfach nur ein A in den Chat. Danke. Dürften wir einen Real-Life-Namen von dir haben? Ja, richtig, ich schick den dir privat. Wenn du das kannst? Ja, geben wir das. Ah, stimmt, ja. V-Midi. Ja! Ja. Zum Thema Kleidung, müssen wir so herumlaufen oder beziehungsweise die Sachen, die vorgegeben sind? Ist so erwünscht. Okay. Ihr könnt noch die Jacke tragen, es gibt noch den Raincoat und es gibt noch. Es gab noch was. Winter gibt es noch, die Winterjacke. Es ist so gewünscht, bitte nicht eigenständig eine Gang-Unit machen. Hier soll vieles mit dem Supervisor abgesprochen werden. Okay. Attention all units. We've got shots fired. Mein Kollege hier ist gerade das Game gecrashed. Okay. Ja. To Lincoln 33 responding code 2 to vehicle violation. Ja, auch nicht eigenständig Zivilfahrzeuge fahren, die soll bitte auch mit dem Supervisor abgesprochen werden. Alles klar. Daniel, kannst du das eigentlich auch mal was Anständiges anziehen? Wieso? Captain K9? Wo der Hund im Urlaub ist? Wie bitte? Captain K9, wo der Hund im Urlaub ist? Wieso Captain K9? Warst du doch gerade noch. Ich hab doch schon längst hier auf Los Santos Police geändert. Oh, oben bei mir auf die Schulter. To Lincoln 32 is on a 1052 Victor. Nearest Postals 9252 requesting backup, code 3. Wenn ich einen Bauer hätte, würde ich aber auch gerne weiter K9 rumfahren. Also so darf ich wahrscheinlich nicht rumlaufen, ne? Nein. Schade. Also jetzt das Watt betitelt, ist nicht der Mensch. Postel noch einmal bitte. Du kannst dich da sicherlich hoch. 9058. Motorradstreifen dürfen auch benutzt, die Motorradklamotten.
Wenn du als Hubschrauber musst du auch eingeteilt werden vom Supervisor. Vehicle is an airport tug, now heading okay. to the hospital here. Incoming. Ist ja cool, ich darf mich selbst auf Eagle-Horn setzen. Du bist immer noch kein Supervisor. Hä? Mir wurde gerade es hat gerade selber David gesagt, dass ich Supervisor 2 bin, ja? Okay, ja, dann bist du Supervisor, wenn er gerade nicht Supervisor ist. Oder wenn er gerade mit Supervisor beschäftigt bist. Ja. Moin. Sorry. Kein Problem, alles mit der Ruhe. Tulikan 32 is moving south on Strawberry Avenue. Ihr dürft eure Outfits in gewissem Maße noch abändern. Bitte keine Dienstgrade zufügen und auch die Marke nicht den Dienstgrad ändern. Und das Grunderscheinungsbild der Uniform sollte erhalten bleiben. Postal 9046. Ah, ich werde da nichts ändern, alles gut. Weil ich hab zum Beispiel jetzt noch. Wer auch immer da mit dem Funkgerät rumspielt, möge es bitte sein lassen! Guck mal, es ist Ruhe! Wir wissen auf jeden Fall, es ist ein Deutscher. Chef kommt, zusammenreißen. Nicht Chef. Oberchef. Nein, nicht Oberchef. Oberchef hat die 81. Chef hat... Ganz großer Chef hat doch die 85. Ja, Bürgermeister. Staatsverwalter, oder wie du den willst. Ja. Was ist los, David? Du wirst gleich abgelöst. Ja, dann ist David 2, du wirst gleich abgelöst. Ja, ich werde die 3 dann. Er hat schon wieder Timeout. Ja. Ich glaube, er darf keine Messages schreiben. Soll das sein lassen? Dann schreibe ich bei seinem die Namen einfach unbekannt. Die Einheit, die es gerade macht, mit dem ganzen Funken, bitte einmal unterlassen, danke. Weißt du, was das Problem ist? Das ist ein Gamepad-Spieler, der gerade rennt. Warte mal, es hat doch eben einer... Also wenn du Gamepad benutzt und rennst, dann tut mir das leid, dass ich gerade angefußt habe. Dann tut's, dann ist es nicht... Ja, aber dann soll er mit der Tastatur rennen. So wie alle Gamepad-Spieler das hier auf dem Server machen. Das Gamepad benutzt man doch eigentlich nur... Zum Autofahren, oder Hubschrauber fliegen. Ja. Locker bleiben. Könnt ihr mich mal aufhören, vom Stuhl zu schieben? So, I can clear to I hear shots fired in my area. Fühl dich nicht gemobbt, Tina. Alles gut. Oh Gott, ihr wundt mich! 8166. 8166. Das ist der einzige Stufe, wo ich mit meinem Ego reinpasse. 8166. In der Nähe, komm mal vorbei. What the fuck? Was denn? Also mitten in der Innenstadt, oder? Schatz fährt in der Innenstadt. Am Penner Park. Jetzt kommt. China! Oder ja, wie man. Wenn jetzt einer aus Supervisor ruft, ja? Dann wird Raschat dahin. Ist Raschat die 21? Ah, stimmt, die 21 ist Raschat. Ja, stimmt. 21 King. Also, One King 21. Ist Raschat. Deshalb aber jetzt halt wieder die Frage: Kommt er in den Dienst oder will er wieder irgendwas rumspielen? Ich weiß nicht, was er machen will. Fragt er einfach im globalen Chat. So, lass das mit dem Namen sein, peinlich. Das ist erstmal egal. Mit dem Namen lassen, das ist jetzt egal. Darf ich jetzt mit meiner Ausbildung beginnen? Ich sagte wir. Okay, gut, sie macht's. Ich brauchte dich nur für Namensliste. Okay, wir trinken Kaffee. Schon wieder. Warte mal, wir haben nicht Kaffee getrunken. Ja, kein einziges Mal haben wir Kaffee getrunken. Hast recht. Wir wollten Kaffee trinken, sind aber nie dazu gekommen. So ist es richtig, die Aussage. So macht es Sinn. Okay. Gut. Hier gehen wir mal raus, ja. Nein, wir zünden uns keinen Johnny. Wir trinken Pöltö. Wir fangen mit dem ersten an, was ich nicht weiß, ob ihr es anhabt oder aushabt, das Funkgerät.
Das funktioniert triggert über Shift F2 oder im Chat / Radio. Die Schüsse kommen. Wenn ihr es anhabt, könnt ihr es jetzt erstmal ausschalten. 10-4. Okay. Im Normalfall wird immer auf Kanal 2 gefunkt, eine Funktrennung wird dann angekündigt. So, aussehen ist halbwegs. Es gibt drei grundlegende Menüs, die ihr hier braucht. Neben dem F11-Menü. Das F11-Menü braucht ihr zum Starten, das war's dann. Ja? Okay. Da geht ihr mit dem Dienst, dann sagt ihr, wo ihr hin wollt. Das war's im Großen. Das nächste Menü, was ihr braucht, ist das G-Menü. Über das G-Menü bestellt ihr euch, macht ihr Halteabfragen. Eins linken, boah, blech. Bestellt ihr Personentransporte, Krankenwagen, Feuerwehr, Gerichtsmedizin oder einen Abschlepper. Rettungsdienst, Feuerwehr, Gerichtsmedizin könnt ihr immer rufen. Den Abschlepper und den Transport könnt ihr nur rufen, wenn ihr unmittelbar von dem Objekt oder Person steht, die transportiert oder abgeschleppt werden soll. Okay. Bei Gerichtsmedizin, sobald ihr die ruft, bitte Abstand halten von den Leuten von der Gerichtsmedizin. Die packen euch mit ein. Ihr seid dann unsichtbar für die anderen Spieler, das ist absolut scheiße. Gavin, wann passiert das, wenn man... Wenn die Gerichtsmedizin die Leute einsackt und ihr direkt daneben steht. Okay, okay, also Abstand halten. Ruhig ein bisschen mehr Abstand halten. Check. So, das nächste Menü ist das Y-Menü. 1 King 21 von könnt ihr 1 Lincoln 13 kommen. Könnt ihr Backup-Anfragen stellen? So wie ich jetzt gerade. Wichtig ist, Code 99 ist für Notfall. Nicht jeder Schatzfeier ist ein Notfall. Jo. Muss ich extra erwähnen. Code 1 ist ohne die Tröte und Licht, Code 2 ist mit Licht, Code 3 ist mit Licht und Tröte und Code 99 ist so schnell wie du kannst. Jo. Wie gesagt, die Sachen kennen wir schon. Ja, ich erwähne es trotzdem noch einmal, damit ich mal drauf komme. At Nearby Player, ich sag mal, wenn ihr beide ein Auto fahrt und ihr beide irgendwo zusammen nebeneinander steht, könnt ihr. Als Itemstreifen. Ja, könnt auch zwei Linken sein. Könnt ihr euch damit den Einsatz gegenseitig zuschmeißen oder dass alle mit eingeladen werden. Jo. In dem Menü steht dann ganz unten irgendwo Code 4, wenn ihr einen Einsatz angenommen habt, damit könnt ihr den Einsatz beenden. Wenn ihr da auf Code 4 drauf drückt, geht eure Backup-Anfrage damit aber nicht auf Code 4, die müsst ihr einzeln schließen. Was ist denn vom Fenster los? Oh, der ist dunkel. Lass uns mal auf die Straße gehen. Fahrzeuge, also NPC-Fahrzeuge haltet ihr mit Shift an, wenn ihr hinterher fahrt. Müsst etwas näher dran sein. Okay. Ah, hier ist unser Opfer. Ihr könnt, wenn ihr jetzt einmal kurz E gedrückt haltet, ist ein schlechtes, doch geht. Dann ploppt unten in der Ecke so eine Kaffeeleiste auf, damit könnt ihr dann festnehmen. Seht ihr? Wenn man E gehalten drückt, ja, genau. Okay. Ihr könnt das Ganze nochmal mit X machen. Dort könnt ihr noch nach seinem Führerschein fragen, nach dem Alkoholwert, nach dem Drogentest. Da könnt ihr ihn besuchen. Oder wenn ihr ihn verhaftet habt, könnt ihr ihn dort transportieren. Alles klar. Ihr könnt in dem Menü, das sieht am Auto etwas anders aus. Da steht dann halt, dass ihr ihn aus dem Auto rausziehen könnt und Auto weiterfahren lassen. Das ist da an der zweiten Stelle, ist total beschissen. Okay. Passt auf, dass ihr auch das nicht versehentlich wieder wegschickt. Ihr könnt mit dem Menü könnt ihr auch Autos durchsuchen und ihn transportieren. Wenn wir ihn jetzt mal festnehmen. Manchmal kann man sie grabben, manchmal nicht. Jetzt soll er uns folgen. Wir gehen mal raus zu einem Polizeifahrzeug. All units, citizens report a possible mugging. Respond code 3. Na, er hat keine Lust. Achso, habt ihr eine Dienstwaffe? Fällt mir gerade so auf. Das ist jetzt noch nicht, aber... Gib mal in den Chat ein / Loadout. Und dann guck mal weg. Und bitte stirb nicht. Perfekt. So. Na, komm, vorwärts.
Also zusammen. Also mit deinem Kumpel? Keine Ahnung. Bitte keine Langwaffen ohne Nachfrage beim Supervisor. Ich weiß nicht, wo du die jetzt her hast. Oh, okay. Also wie tue ich sie weg? Gib im Chat / Loadout ein. Ja, Langwaffen werden vom Supervisor autorisiert. Okay. Die kannst du dir dann aus dem Auto nehmen, indem du ins Auto gehst und dann eingibst / unreg 1. Also der Taste 1. Ich würde sagen, wir gehen schon mal nach hinten auf den Parkplatz. Wenn du 1, 2, 3 benutzt, dann ändert sich Blaulicht vorne am ersten Dings und ja genau dort. In der Windschutzscheibe. Wir machen jetzt Motorradeinheit. Ja, bist du dir auch wirklich sicher, dass du dich dabei nicht umbringst? Ich bin mir relativ sicher, dass ich dich dabei nicht umbringe. Du musst dein Kennzeichen noch ändern. Ich weiß, da war ich gerade dabei, danke. To Link 32 requesting 1043 on Rover Street. Danke. Was hast du denn? Ich wollte nur wissen, wie die Ausbildung läuft. Weiß ich nicht, wir warten auf den zweiten, der hat schon wieder ein technisches Problem. Achso, der aber. Okay. Komm her, ich erkläre es dir schon mal. Wenn du in ein Auto reingehst und einen Straftäter in der Hand hast, kannst du E drücken. Du kannst dann das Auto beordern. Okay. Es ist wichtig. Oh, ich hasse ihn. Viel, viel besser aus. Die anderen sahen halt genauso, also ne, sind halt quasi die A-Form von den Citizens Report. Ja, die waren auch an Respond Code 3. Richtig, hier stehen nicht im Weg. Okay. Und so wie den Hund mal raus, ans Auto treten und einmal E drauf drücken. Was, aufs Auto treten und E drücken? Ans Auto treten und E drücken. Tooling 32 ist dann siehst du, öffnet sich ein Menü, dort kannst du auswählen, auf welcher Seite er sitzt und ihn dann da raus. Jo. Aber ja, wenn er so noch steht, dann kannst du Glück haben, dass du ihn so wieder ins Auto reinkriegst, ohne was groß zu machen. Alles klar. Wenn ihr jetzt ein Auto habt und ihn abliefern wollt, ist das relativ simpel. Das war's. Alles klar. So. Lass mich den Punkt wieder frei machen und dann kommen wir zu den schönen Sachen. So, das waren die drei Menüs, die ihr überwiegend braucht. Es gibt noch Emotes, es gibt noch Interaktionsmenü, wo euch der NPC random irgendwelche Antworten gibt. Das findet ihr unter F6 und F7. Radarkontrollen oder Geschwindigkeitsmessungen könnt ihr unter F5 machen, geht nur, wenn ihr im Auto sitzt. Ihr beide nehmt jetzt mal bitte ein bisschen Abstand voneinander. So, dass ihr ein Auto spawnen könnt. Und spawnt euch ein Auto eurer Wahl unter dem F11-Menü. Farbe ist erstmal egal, das ändern wir gleich. Kannst du mal bitte Q drücken? Ah, spawn mal die neuere Version. Okay. Da geht nämlich das Blinklicht. So, jetzt fahrt mal nebeneinander bitte. Fahrt mal rüber auf den anderen Parkplatz, ihr beiden. So, nebeneinander hinstellen, sodass ich nicht so laut schreien muss. So, ihr beide drückt jetzt M. Geht unter Vehicle Related Options. Vehicle Options. Dann fangt ihr bitte an, euer Kennzeichen zu ändern. Das heißt, da steht irgendwo Set License Plate Text. Dort gebt ihr bitte euer Callsign 1, welches aus 1 Lincoln und eurer dementsprechenden Nummer beschrift. Also 101L und dann die Nummer.
bitte nicht die Kennzeichenfarbe ändern. Da SA Exempt ein Staatskennzeichen ist. Okay. So. Als nächstes, ihr könnt Leistungstunings an dem Fahrzeug vornehmen, aber keine Spoiler-Bonnets oder sowas anbauen. Das ist nicht erwünscht und kann zu einem Bann führen. Okay. Unter Liveries könnt ihr die Beklebung des Fahrzeuges ändern. Also einmal bitte... Frage? Hä? Die Felgen kann man aber ändern, weil ich habe gesehen, dass ihr bei den Muscle Car Felgen sind andere Vorteile. Die Felgen könnt ihr ändern, ja. Check. Liveries, einmal bitte Livery 2 müsste das sein, auswählen. Da ihr beide dann 1, das LSP Delivery. Genau. So, jetzt unter Extras. Jetzt macht ihr beide Blaulicht an am besten. Dann sieht man, was ihr ändert am besten. 1 ist der Dachbalken. 2 sind die Lichter oben in der Scheibe. 3 ist das Licht unten in der Scheibe. 4 ist der Frontblitzer. 5 ist der Rammschutz. Entschuldigung, 5 waren die Handscheinwerfer ein- und ausgeklappt, 5 und 6. 7 müsste der Rammschutz sein. 8 ist der Wraparound, also der Zusatz, dass er sich vorne um die Seite mit rumschlingt. Und der Rest müssten fast alles Antennen sein. Ja, und Speed Cameras. Ja, nee, das sind kein, das sind Leistungsfeldfilter. Ja, die sind so, stimmt, Alp, ja. Falls das da hoch ist, ist es genügend ausmachen. So, wenn ihr dann soweit seid. Ja. Einmal speichern. Speichern tut ihr unter Player-Related Options und dann Saved Vehicles und dann Saved Current Vehicle. Okay. So, jetzt drückt ihr beide einmal B, wenn ihr das Menü wieder geschlossen habt. Jetzt öffnet sich hoffentlich euer Bordcomputer. Dort wählt ihr bitte immer Los Santos Police Department aus, außer euch wird von dem Supervisor was anderes gesagt. Wenn ihr dieses ausgewählt habt, geht ihr bitte unter Settings, unter Account Settings und stellt dort euren Callsign ein. Euer Callsign ist Linke, in dem Fall, plus die Nummer. Ihr braucht die 01 nicht vorschreiben. Es reicht nur Linke und die Nummer. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr noch einmal ins Backup-Menü reingucken. Dort tauchen Backup-Anfragen von anderen Spielern auf, die ihr auch dort nur annehmen könnt. Wo, warte mal, wo kann ich die Backup-Fragen annehmen? Im Computer unter Backup. Das heißt, wenn ich jetzt einen Backup-Request öffne, okay, ja, alles klar. Dann müsste ich da jetzt drinnen stehen. Officer requesting backup. Und du kannst den annehmen. Alles klar. All units, code 4. Wollt ihr noch mehr wissen oder wollt ihr erstmal probieren jetzt, so wie ihr seid? Mit Z nehmt ihr Einsätze an. Okay, was gibt es noch was, was wir wissen müssen? Das war so eigentlich erstmal das Wichtigste. Wenn noch was ist, wichtig ist, vor Dienstag tritt bitte Funkgerät wieder einschalten. Ihr könnt dann einmal Check reinsagen, um zu gucken, ob es auch geht. Das ist wichtig, es geht nämlich manchmal auch nicht. Und dann würde ich sagen, tritt ihr den Dienst an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch an die 51 wenden. 97 Funkcheck. Check. Warning us when you begin to need. Zwei Sachen noch. Wenn ihr nach Verfolgungsjagd kommt, oder habt ihr die 10-Codes schon? Wir funken hier in dem 10er-Codesystem. Ja, haben wir. Also ich hab sie schon. Okay. Reißt ihr sie an der Kumpel weiter? Ja, hab ich auch schon. Gut. Wenn ihr in den 1052 Victor geratet, das ist ein... Person fliegt mit dem Auto. Genau. Und ihr Additional Units hinzufordert. Oder ihr als Additional Unit hinzukommt. Tote Person am PD. Erstmal bitte nur einreihen,
Hat da jemand schon. Und wenn ihr pitten wollt, bitte eine Freigabe erbitten beim Supervisor. Könntest du bitte nochmal in die 20 durchgeben? Auch mit Conditions in der Verfolgung oder? Ja, kann ich machen. Wie mit Conditions? Ja, mit Condition 1 zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit wird die Nachtsicht hochgeschraubt und die Maßnahmen quasi stärker und eingeleitet. Nein, wir gucken so, wenn wir Pits einleiten, dann so, dass niemand gefährdet wird. Ja, das ist klar. Und es wird erst gepittet, sobald mindestens zwei Einheiten vor Ort sind. Okay, müssen wir jetzt eine linke bilden oder können wir eine Erde bilden? Ihr könnt auch eine Erde bilden. Alles klar, ja, dann lass uns eine Erde bilden. Gut, wenn was ist, guckt mich an. Jo, alles klar, danke. Kostic, ich werde am besten. Link, one link and 51, 10-8. Nein, Kommando zurück. 10-6. Der hier ist auch nur und hatte keine Einführung, der hat nur eine Nummer bekommen. Könnt ihr nicht besser absprechen? Das ist jetzt die sechste heute. Der Postal Code ist 80. Siehst du, der macht Akkordarbeit heute. Du brauchst dein Aussehen nicht zu ändern, das machen wir gleich überall. Das ist übrigens. Achso. Die 32, die mit uns auf dem Highway stand bei der Limousine. Und sich gerade über die 70 beschwert hat und dann im Helikopter war. Du brauchst eine Einweisung? Hä? Ja, der hat nur eine Nummer bekommen. Ja, hab ich nie bekommen. Okay. Gib mal in den Chat ein Flash EOP. Ja, das ist eine Sekunde. Gar nicht weiter designen. One Lingle 20, you got an active 1052 Victor, now Strawberry Avenue northbound, postal 1850. Die beiden noch drüben? Nein. Ich hab den vergessen zu erklären, wie sie die Sirene ankriegen. Left in the gritty way, westbound. Und wie viel Dienst haben Sie so heute geleistet? Wenig. Ich habe die ganze Zeit Neuling geholfen. Left, Lower Power Street, southbound. Der hat die Hundeuniform an. Right, San Andreas Avenue, westbound. Du möchtest Deputy werden. Right, Alter Street, northbound. Oh, okay. Ich fange mit der Frage an, hast du dein Funkgerät an? Hörst du die Funksprüche? Ja, ja, das habe ich auch schon. Ich bin ja schon die ganze Zeit gefahren. Mach das Funkgerät mal aus. Das wird dich sonst gleich nur stören, wenn ich das alles erkläre. Habe ich aus, ja. Was ist dein Call sein? Die 32. Also bist du jetzt zwei linke 32. Left Occupation Avenue, westbound. Gut. Er hat auch schon sein eigenes Auto mitgebracht. Mit der Autotunes, weißt du? Ja, habe ich auch alles schon, ja. Wer ist denn dein Auto? Der Charger neben meinem Explorer. Er hat die falsche Beklebung. Er hat die falsche Beklebung, aber das Kennzeichen stimmt. Wallingle 20, chasing a taxi car. Ja. Actually, cars away. Southbound, postal 7273. M drücken. Northbound. Vehicle related options. Vehicle options. Und dann gibt es dort irgendwo Liveries. Und da steht jetzt noch Livery 3. Ich hab ein zweites Auto. Ja, aber das hier wenigstens weg. Das hier hat vom Callsign 1 Lincoln. Genau, das so würde das 1 sein hier. Ja. PD ist 1. Oh. Ah. SD ist 2. Es gibt 4 Parteien. LSPD ist die 1, LSST ist die 2. South Boulevard Del Piero, westbound. Highway Patrol ist die 3 und Blaine County Sheriff's Office ist die 4. Okay, dann muss ich jetzt Nummernschild hier ändern. 180 U-Turn, now eastbound. Was machen? Einsteigen und den Schild eingeben, D und V. Mach den erstmal weg, nimm erstmal den Sheriff und dann Dorset Drive, westbound. Was ist dein Interceptor neben mir? Was ist ein Interceptor? Explorer. Der Utility. Ja klar, das ist mein. Deine Scheibe ist kaputt. Ich weiß. Wie bitte? Einfach im, als Chatbefehl DV. Dann ist das Auto erstmal weg. Dann stürzen sie erstmal nicht. Also. Dann kannst du dein LSSD-Fahrzeug rausholen, was du schon hast.
Gut, kannst du halt drin sitzen bleiben. Drück mal die Taste B. Ja. Jetzt hat sich der Computer geöffnet. North Rockford Drive, Southbound. Los Santos Police Department auswählen. Außerdem wird explizit was anderes gesagt. Okay, ja, das habe ich. Dann unter Settings gehen. Account Settings und dann Callsign einstellen. Left Morningwood Boulevard, Northbound. Im Computer Lincoln 32. Left, Boulevard del Piero, westbound. Hast du? Hab ich, ja. Im Computer gibt's einen Reiter, der ist Backup. Dort kannst du Backup-Anfragen annehmen. Das heißt, anklicken und dann auf Accept drücken. Ja. Gut. Schließ den Computer. Right, Bay City Avenue, northbound. Auto, Fuß, Blaulicht. Ja, kenn ich, ja. Alte Sirene. R-Roder Punkt ist durchschalten. Und Pfeiltaste hoch ist Power Call. Ja, was bedeutet das? Noch einen aggressiveren Sirenenton. Ist. Den du parallel zur normalen Sirene schalten kannst. Ist meistens genutzt für Kreuzung klären oder erstes Fahrzeug einer Verfolgungsjagd. Ah, okay, okay. Gut, einpack bitte. Right, Prosperity einpack. Street, Southbound. Es gibt 3 Menüs. Naja, es gibt 4 Menüs, aber 3 sind erstmal aktiv. What is the actual postal code of the 1052 Victor? So we are eastbound Red Desert dann Avenue 7261. Im Y-Menü kannst du Backup anfordern, kannst angenommene Einsätze, die du mit Z annimmst, ablehnen. Approaching now Richards Majestic, North Rockford Drive, southbound. Wichtig ist, wenn du einen Callout annimmst, kannst du diesen Callout mit. Right, San Andreas Avenue, westbound. Also wenn du einen Code Request sendest, kannst du diesen nur Private Gun 1050. Ja. Das heißt, du musst im Backup-Menü dann Cancel Backup heading west San Andreas Avenue. I'm coming, ich bin... Code 99 ist für den absoluten... Mary, du hast einen Code 3. Westbound, West Portugal. Mary 72 attaching to the 1052 Victor. Bist du noch da? Ja. Hast du das verstanden? Ja. Eins ist ohne Licht, zwei ist mit Licht. Heading north, Magellan Avenue. Mhm. Near the Vespucci Beach. Postal 8004. Was kriegst du bei G? Kriegst du unter dem Dispatch-Menü deine ganzen Verstärkungseinheiten ran oder Abfragen? Mhm. Supervisor 41 Lincoln 20, we are on the parking lot, asking for a pit EMS, maneuver. Feuerwehr und Coroner haben eine Sache gemeinsam, du kannst sie immer rufen. Approaching for pit. Den Abschlepper kannst du nur bestellen, wenn du dich neben einem Fahrzeug befindest und jo. Den Transport kannst du nur bestellen, wenn du dich neben einer Zivilperson oder einer festen Person befindest. Beim Gerichtsmediziner ist aufzupassen, wenn der kommt, der packt auch Multiplayer-Charaktere ein, die sind dann unsichtbar. Abstand okay. Halten. Gut. Und dann gibt es noch das X-Menü. Da vorne läuft auch auf der Straße, komm mal mit. Maximilio successful, suspect in custody. Wenn du jetzt X drückst, öffnet sich das Interaktionsmenü. Du kannst ihn festnehmen, du kannst ihn durchsuchen, du kannst deinen Führerschein befragen, du kannst einen Atem-Alkohol-Test machen, du kannst einen Wischtest für Drogen machen. Mhm. Ach, gut, okay. Einfach testen. Festnehmen kannst du ihn auch gleich. Attention all units. Citizens report. A reckless driver. Respond code 3. What the hell? Das geht gerade bei mir nicht. Geht nicht? Dann immer. Hast du eine Dienstwaffe? I wake up, so. So, und jetzt probieren wir nochmal. Da. Das war gerade ein Schuss. Zurück negativ. Hast du den Schuss gehört?
Negativ. Ich habe nichts gehört. Da war er schon wieder. Jetzt habe ich ihn wieder gehört. Shots fired at Jefferson Avenue. Südolf haben wir erkunden. Wir können jetzt, das auch kurz pausieren, wenn du möchtest. Nein, greif ihn dir. Komm mit. Gehen wir mal zum Auto. Geh an mein Auto ran. Drück E. Hinten. Und dann sagst du, er soll rechts einsteigen. Hast du? Einsteigen. Jo. Kann ich eigentlich auch zu zweit, also mit jemand anderem auf dem Auto sitzen? Bitte? Könnte ich auch mit jemand anderem auf dem Auto sitzen, also zu zweit? Ja, das wäre deine Adam-Streifen. Okay. To Mary 72 to the unit who reported just fired. What is your 20? Mein 1020 ist irgendwo im Bereich Davis und Strawberry. Sie sind selber noch am Suchen, wer die Schüsse abgegeben hat. Attention all units. Respond code 2. My postal ist 9. 9046, Officer shooting pedestrians. Attention all units. Officer requesting backup. Respond code 3. Two Mary 72 and Two Mary 13 are code 3 to the officer shooting civilians. Got eyes, he is now on the 9135 block. Ist das der 70? Der ist da gerade. Der Dim ist er weg. Ja, wir kriegen den schon ran. Got his name, it's Sihan. He's now running at 1944. Sörl hinterher. Suspect is on rooftop. Suspect is on Innocent Boulevard. Vorne um die Ecke, links rum. Bleib im Auto. Was ist 1020? Sind
nun unter Olympic Freeway. Back. Ein Officer in blauen Klamotten. Ja, relativ dunkel gekleidet. Ist weiter unterwegs. Jetzt Richtung östlich, unter der Brücke vom Olympic Freeway. Eisekel 89, kurz 7, bis Butch Bidi. Ist Taylor noch erreichbar? Stehen! Ein rundes männlich dunkel gekleidet trägt eine Waffe Taylor an der Seite. Oberkörper, T-Shirt, unten lang, alles marineblau. Person scheint eine Glatze zu haben. Name des Spielers ist bekannt. Also ich sage vom Supervisor, brecht die Verfolgung von der jungen Person ab. Wir melden das einfach an das Server-Team. So verstanden. Was so, ist ein Hacker unterwegs? Einer, der negativ. Wild rumschießt. Neuling, der Zivilisten erschießt. Die zwei Leute, die gerade falsch rum auf den Highway draufgefahren sind, das habe ich jetzt nicht gesehen. Die eine Einheit, die in dem Taurus gefahren ist, möge bitte einmal bei Davis Station vorbeikommen, kriegt eine Einweisung und ein Kleider. Lincoln 51 direct. Kannst du mich hören? Wenn du mich hörst, fahr zu Davis Station, ich erkläre dir alles, wenn du willst. So, einsteigen. Oder fahr mit deinem eigenen Auto, mir egal. Ja. Yeah. To Mary 72 and to Mary 13 on North 106 to Davis Sheriff Station. Citizens report, gunshots reported. Respond code 3. Bei ihr beiden? Ja. Haben sie dich überholt? Aus Ansichtssache. Ich musste nochmal aussteigen und helfen. Oh Mann. Wie macht man eigentlich den Power Call? So. Warte. Nee. So. Ja, genau den. Pfeiltaste hoch. Hä? Bei mir nicht? Bei mir ist der Pfeiltaste hoch, der. Ja, das ist das Motorrad. Da ist der Power Call nicht eingerichtet. Ah, okay. Okay. Schade. Lass mich raten, ich muss gleich mal eine Aussage machen, was ich gehört habe. Nee, von dem Namen nochmal. Also ich will den Davis wollen nicht. Ich will doch eigentlich nur Streife fahren, ich bin jetzt in der siebten Ausbildung.
Nein, ihr wollt geradeaus. Ja, wir können... Da vorne könnt ihr noch wechseln, ist gestrichelt. Wir wechseln einfach gleich, gleich, wenn die Ampel auf grün geht, wieder auf die linke Spur. Fertig. Der da ist das! Der Name, der jetzt unten steht, ist es! Ah, okay. Chihan. Wer ist was? War der, der auf wild auf Zivilisten schießt, der Officer. Der hinter uns hier. Nein. Tja, ein Glück ist die Ampel! Oh, ich hab die Ampel auf den Kopf bekommen! Wein, Wein, all units, respond code 3. Guter. Wie viel Arbeit hast du denn jetzt schon wieder mitgebracht? Warum? Ich dachte, du kommst plus höchstens noch ein Auto und die beiden Motorräder. Hier tauchen 5 neue Autos auf. Ja, geil, oder? Ja, ich öffne. Hallo. Moin. Hallo. Könntest du bitte... Du stehst in dem Bild. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Das Code 99, bestimmt. Code 99, alle aufsitzen! Which unit called? Call 99. Attention all units. Citizens report shots fired. Respond code 3. Also die verdächtige Person befindet sich in dem Bereich. Dann wird der Code 99 von wahrscheinlich von dieser Position ausgelöst geworden sein. Hier befinden sich 5 Schuss. Oh Gott. Mehr Einheiten benötigt, hier stehen 6 Schützen auf der Straße. Mal bitte alle Einheiten, die gerade auf Frequenz sind und keinen höher priorisierten Einsatz haben, dort einmal zum Code 99 fahren. Los, Hände! Hände, Hände, Hände! So, dann fangen wir an wegzusacken, die Leute. Stimmt dir. Stopp, dann fang an in mein Auto zu stopfen, dann mach mit deinem weiter und keine Ahnung wo. Mitkommen. Hey, sorry. Steck da einfach ins Auto ein. Wer soll da rein? Los! Ist es super bei so einem Ziel? Wenn ihr einen braucht, sagt Bescheid. Wäre nicht schlecht. Verstanden. 2 Mary 72 and 2 Mary 13 are now supervising and going. And responding to the scene of Code 99. Eagle One Radio Check. Das war dein Auto, oder? Jo. Ich füll das mal auf.
So, das ist der letzte. Seid ihr wieder in Sandy Shores oder wo seid ihr? Goodness. Bin ich geflogen? So, wir nutzen gleich mal die Chance zu beenden an der Stelle den Livestream. Vielen Dank schon mal voraus fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und wer so lange durchgehalten hat, geil Leute. Macht's gut.